als 1 wahrscheinlich. Stimmt. Rosa, willst du hier mit rein? Ja. Okay. Zieh nochmal am Hebel, du musst ein bisschen doller. Hier rechts. Hier vorne ziehen. Zu dir. Zu dir ziehen. Los, hinter. Hinter. Warte. Okay. Benzin aufmachen erst einmal. Okay. Musst du ein bisschen Gas geben, ne? Bei 26 PS. So, jetzt hast du die Angst drin. Dort vorne ist die Docke, die müsstest du liegen lassen. Oder du fährst jetzt links rum. Oder fährst gerade vor hier irgendwo. Links und nach vorne irgendwo. Das ist ja krass, ey. Ja, nur die hocken können im Garten, Alter. Boah, krass. Schön. Ist noch nicht Trabi gefahren? Doch, Trabi schon, aber 601 hat doch nicht. Was hast du da vorhin gefahren? 600 oder 500? Nee, 1er. Ach, schön. Ein West-Trabi. Ja, ja, was heißt West? Mit Viertakter. Das ist ja ein Zweitakter hier. Hier müsst ihr Eil mit dem Benzin reinmachen. Genau. Das ist ja locker, das hier. Ist ja gar nicht so schwer, Mensch. Nee, das ist nur mal der Lenkrad schalten. Wie viel Gang hat er denn? Vier. Und Höchstgeschwindigkeit. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, so 100 Zähne. Schön, gemütlich. Und jetzt? Ein bisschen raus und wirklich geschiedene. Die habe ich ja nach der Wende. Habe ich die ja nach der Wende auch gleich gemacht. Oder habe gesagt, du musst nach Grimma bei Massa, weil ich ja LKW gefahren habe. Bin ich früh um 5 Uhr fort und abends manchmal zu fährt, willst du dich nicht trennen, was dir im sächsischen Königreich bleibt in Sachsen. Wie angekommen, da musst du ein Helischen anhängen an sein Gold. Guck mal, die richten sich dann hier aus. Ja, ja. Die richten nein, sich nach der Sonne aus. Ach, die sind die Farm? Ja, die ist so, da hat direkt bei Mercedes, da hat nur Schals gedampft. Hat er eine Karte zugeschickt gekriegt von Leipzig Ratsbezirkes, dass er das Territorium der DDR innerhalb von 24 Stunden zu verlassen hat. Ansonsten geht's ab den gelben Kasten nach Bautzen, den Zuchthaus. Hey, da war ich geschockt, wo der am Tor stand, Sperling, und sagt, Schmidt, komm heute Abend mal runter. Ich sag, was hast du denn? Komm mal runter. Wir müssen Scheidebecher trinken. Ich sag, Scheidebecher. Komm runter, sagt er, du Idiot, wenn ich dir das jetzt sage. Ey, und da hat er mir die Karte gezeigt. Du? Ah, oh, guck mal schön, ey. Da hab ich geheult wie ein Schlüssel. Daniel, warum ist Brunnenwasser für unsere Kanister nicht gut? Brunnenwasser ist ganz oft noch lebendiges Wasser. Das mag aber Plastik nicht so gerne. Und killt alles Lebendige in diesem Wasser ab und die Zersetzungstoxine sind für uns hochgiftig. Alles klar. So. So. Letzten Reste vom Wasser haben wir jetzt auch aus dem Kanister. Jetzt gehen wir mal gucken, wo die alten Herrschaften sind. Da sind sie doch schon. Vorsicht, bissiger Hund. Achtung, scharfer Hund. Okay. Da ist wohl das Ungetüm. Man hört's. Guten. Max. Das ist ja eine coole Max. Hütte. Guck mal her, Max. Rex, guck mal.
Komm mal raus, Rex. Guck mal. Rexi. Komm. Max, guck mal. Fein, Rex. Ja. Papa, du bist groß und stark. Komm mit den Kanister mit. Du musst den raus. Julian. Guck dir mal das Wildschwein an. Das ist ein kanadischer Schäferhund. Ein deutscher Schäferhund. Ja, fein. Ja, fein. Fein. Ja. Ja. Hallo. Hey, Rex, na? Immer Hacke durchgefattelt in den Mist hergesät. Na, Baby. Ja, jetzt gibt's kein Haar auf meinem Bein. Er hat auch einen Knotenhalfter an, hä? Ja. Schau an. Das ist von. Beim Herbert gibt's unglaublich viel Interessantes zu entdecken. Es gibt alte Geräte fürs Ackern und Heumachen, aber besonders hat's den zwei ein alter russischer Traktor angetan. Doch seht selbst. Hey. Hopp, wie dir läuft. Oh. Guck mal, der Bulldog will auch gar nicht. Gehen wir mal 3 Stunden ackern. Bisschen Wasser, dann geht das so. Wobei. Hab mal. Da, guck. Max ist auch russentauglich. Ja, cool. Ja. So weit wie früher. Jawohl. Zack. Sportliche Bauer. Ja, geil. Das Geld kann ich verpressen und versaugen. Ich finde dich immer. Ja, schön. Rexi? Ja. Das denn? Das ist meiner. Das ist in Ordnung. Das ist ein Geld. Ja. Und ich sage, die kriegt kein anderer. Die ist, weil die mir viel zu schade ist. Dann lieber tue ich sie allein. Die Einstellung finde ich ein bisschen beknackt, aber egal. Ja. Das ist deine Meinung. Ja. Ich bin froh, dass ich dort durch Standorf gefahren bin. Und habe hier weiter mich. Wenn du mal was günstig haben willst, ja, dann ist brauchst du Vitamin B. Ja. Ja, mir wird nicht gerade auf der Brille. Und Westfalia, Kleinstklima noch, war im Angebot der Döfel gekauft. Die tun sich immer so wegschippen. Ich hab morgen früher die Weiber nicht angezogen mit der Brustweste, dass ich immer so weg. Heute tanzen sie hüpfen rum und schieben sich weg. Ich krieg so Sinn, wenn die bekloppt.
Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen.